Holger? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Na, ich weiß auch nicht. Der Chef, der braucht die Kisten und ein bisschen Zeit für sich. Mehr weiß ich auch nicht. Okay, dann ist das so. Ui, was geht's? Super. Das ist alles gut. Und keine Schale. Rein, ich will rein, ich will zurück, ich will zurück. Oh. Hallo. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTos TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um ein ganz anderes Thema. Wir sind nämlich heute in meinem Wohnzimmer. Schaut euch das mal an, wie schön es bei mir ist. Und ich weiß, das ist ein sehr privater Einblick, aber bei mir sieht es genauso aus. Mein Bett habt ihr gerade schon gesehen, meine schöne HiFi-Wand, meine Konsole und allem drum und dran. Nein, Quatsch. Wir wollten euch einfach mal die große Welt vom Packout zeigen. Denn das hier kennt ihr ja. Wir haben die ganz normale HD-Box und der bekommt in der Regel ja euer Werkzeug. Ja? Aber es gibt ja noch viel mehr von Milwaukee und zwar das große Packout-Universum. Und deswegen schauen wir uns das heute mal an. Natürlich gibt es wie immer etwas zu gewinnen und zwar einen 250 Euro Einkaufsgutschein. Und alles, was du dazu machen musst, ist einfach mal in die Kommentare zu schreiben, wofür würdest du denn gerne das System mal benutzen? Heute geht es also um das Thema Packout bzw. das gesamte Packout-System. Und als wir uns das Video überlegt haben, haben wir gedacht, wie kann man euch das mal plastisch darstellen, was man damit alles machen kann. Und dann kam uns die verrückte Idee, daraus einen ganzen Raum zu machen und das ist daraus geworden. Und ich sage euch, je weiter wir das aufgebaut haben, umso gemütlicher wurde es auch eigentlich. Aber wofür ist Packout eigentlich da? Das soll gemütlich sein für euer Werkzeug bzw. euer Werkzeug schützen. Und es soll eine perfekte Aufbewahrung sein für diverse Dinge und Spezialthemen. Gott, das ist so viel, das muss ich euch wirklich alles mal zeigen. Und wir fangen mal ganz am Anfang an. Das hier ist erstmal die Basis.
Basis. Oder das kann die Basis sein. Du kannst natürlich auch so einen Koffer als Basis nehmen, aber wenn du jetzt mehrere Koffer übereinander stapelst, ist das ja eine perfekte Basis. Hier kannst du das Ganze hier nach oben ziehen. Genau so. Ich wusste, dass es so ist. Spaß. Da kannst du das Ganze rauf stapeln und dann hinter die herziehen oder irgendwo hinbringen. Und das Wichtige aber allgemein an den Koffern ist Folgendes. Es schützt dein Werkzeug richtig gut. Wir blenden mal hier ganz kurz ein, wie wir das Ganze haben fallen lassen. Langweilig. Du hast gerade gesehen, wie robust diese Koffer sind. Und übrigens, der hier, die Basis, hat allein schon eine Nutzlast von 113 Kilo, die das Ganze hier tragen kann. Das ist schon heftig. Aber es geht ja darum, es soll dein Werkzeug schützen, aber auch transportabel sein. Deswegen hast du hier schöne große Räder, 23 cm zum Ziehen. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, wie schützt denn dieser Koffer eigentlich dein Werkzeug? Und zwar ist es hier so, gerade beim Thema Staub. Auf der Baustelle ist für mich das Hauptthema Staub und manchmal auch Wasser. Aber wir haben hier eine Schutzklasse von IP65. Das heißt, es ist absolut staubdicht. Dadurch, dass wir hier eine Gummidichtung haben, hier ein entsprechendes Gegenstück, kannst du es zumachen und das ist wirklich staubdicht. Und das ist zusätzlich noch gegen Strahlwasser geschützt. Wirklich Wahnsinn. Wir haben ja auch ein sehr spezielles Material, was das Ganze hier schützt. Aber, was für dich noch viel plastischer darzustellen ist, seht ihr das hier. Hier haben wir so, das Ganze ist aus Metall ausgeführt. Du hast hier auch hinten hier Metallstreben zum Halten, zum Greifen. Das ist super robust. Und jetzt wird es richtig interessant, denn wir haben jetzt hier mal so einen Basiskoffer. Ja, der absolute Basiskoffer. Hier haben wir die Basis und jetzt so einen Standardkoffer, den wird es vielleicht eher. Und den nehmen wir jetzt einfach mal und wir können wirklich alles miteinander hin und her kombinieren. Das heißt, ich nehme jetzt mal den Koffer, tue den hier oben drauf. So, und fest. Das war es auch schon. Und jetzt kannst du hier, ja, das ist absolut fest verbunden. Wenn du es aber abnehmen möchtest, einfach nur hier nehmen, hochziehen, nach vorne und schon ist der Koffer wieder ab. Und so kannst du für dich alles miteinander kombinieren. Übrigens, den hier gibt es sogar noch eine Nummer größer, aber lass uns mal kurz schauen, was ist in dem hier sogar schon alles drin. Übrigens, hier hast du schon eine Möglichkeit, ein Schloss anzubringen, aus Metall ausgefertigt, damit du es nicht einfach rausreißen kannst. Aber schauen wir mal rein. Hier hast du erstmal, das Ganze bleibt stehen, ja, das ist ganz wichtig, das ist eigentlich bei jedem Koffer so. Und hier hast du hier verschiedene Möglichkeiten, ja, das Ganze zu verstauen. Ja, hier auf der anderen Seite sogar verschließbar und hier nochmal. Und wer einen großen Koffer braucht, wo richtig was reinpasst, nimmt einfach den hier. Und der passt natürlich genauso auf das System wie alle anderen. Du willst Schubladen? Du bekommst sie. Bei Packout gibt es vier verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einen Zweier, 2 plus 1er, 3er und einen 4er. Das Ganze ist jeweils so gesichert. Das heißt, hier runterdrücken, rein und weg. Und jetzt können wir hier die Schubladen aufmachen und da kannst du jede Menge verstauen. Und übrigens gibt es natürlich auch Sortiersysteme für diese Schubladen, für die kleinen und für die großen. Ich habe dir ja vorher die große Box gezeigt ohne Schubladen und du siehst hier, wie groß die Vielfalt ist. Diese Box bekommst du mit nahezu dem identischen Funktionsumfang, aber hier mit einem Griff, um die entsprechend zu tragen. Je nachdem, was dir halt lieber ist. Aber lass uns mal kurz wegkommen von den großen Boxen. Es gibt ja auch kleine. Und hier dasselbe, wie du vorhin schon gesehen hast. Alles passt auch hier wieder auf alles. Ja, zeig das hier mal. Das ist eine ganz normale. Hier auch wieder auf und da kannst du hier entsprechend deine Sachen verstauen. Aber ein besonderer Clou, finde ich, ist das hier. Wir haben hier eine kleine Kühlbox und das hier auch was Schönes drin ist, das zeige ich dir mal. Und das ist extra für mich, weil das ist meine Lieblingssorte. Und der passt natürlich ganz genauso wie alle anderen hier wunderbar auf unserem Tour. Die Kühlbox gibt es natürlich auch in groß. Hier etwas, was selbst ich bis vor kurzem gar nicht kannte, das sind sogenannte Frontlader. Du machst das Ganze jetzt hier auf, so, schiebst das hier nach hinten. Und kannst dann hier hineingreifen. Einer meiner absoluten Lieblinge ist genau dieser Koffer. Das ist ein Organizer-Koffer, wo du alles Mögliche verstauen kannst. Du kannst hier Schrauben, Dübel, Muttern, Flansch, was auch immer, irgendwas hier reintun und es eben für dich perfekt sortieren. Und zwar ist es so, wie immer, ihr kennt das ja inzwischen, du nimmst das Ganze, klickst das drauf, dann machen wir es mal auf und schauen uns das mal ganz kurz an. Wie gerade gesagt, du kannst das alles befüllen, wie du möchtest, aber das hier kannst du vor allem auch rausnehmen, irgendwo hinnehmen, arbeiten, wieder zurückstecken, zumachen und es ist perfekt geschützt. Die Box gibt es übrigens in Slim, in Normal, wie ihr es gerade gesehen habt, aber auch hier in Klein. Aber weil ich gerade gesagt habe, die Slim, ja, es gibt hier auch noch einen richtig groß. Die kleine hier, ja, ist genau dasselbe wie die große, die wir schon von innen gesehen haben, nur eben halb so groß und lässt sich genauso wie immer kombinieren. Und jetzt wird es übrigens ganz verrückt, weil du kannst jetzt hier oben drauf natürlich wieder eine Kühlbox stellen oder das auf eine Kühlbox, das beliebig kombinieren. Wahnsinn!
Es gibt aber auch Werkzeug, was du hier drauf tun kannst. Wie zum Beispiel hier die Arbeitsleuchte. Da gibt es sogar verschiedene Modelle. Es gibt einen Lader, den du drauf tun kannst. Es gibt das Radio. Jeder von euch kennt das wahrscheinlich. Und es gibt auch einen Nass-Trockensauger, den du hier einfach draufklicken kannst und hier im System verwenden kannst. Allzeit beliebt ist natürlich auch genau das Thema, die Werkzeugtasche. Richtig cooles Teil, kriegst du richtig viel rein. Und wie nicht anders zu erwarten, kannst du das natürlich auch hier oben auf das Ganze festmachen. Gibt es übrigens in drei verschiedenen Größen. Das hier ist die mittlere, gibt sogar noch eine etwas größere. Und es gibt auch das hier. Klassische Tasche, kannst du umlegen, klar, ohne Frage. Übrigens sehr stabil, glaubt man gar nicht, aber ja, das ist wirklich stabil. Kannst auch was drin lagern. Und wie du hier siehst, an der Lasche hier vorne, das ist genau auch dafür gedacht, um es hier wieder auch aufzubringen. Wahnsinn, das gesamte Thema, alles passt zueinander. Es gibt übrigens noch ganz andere Taschen. Und wenn du wissen möchtest, was jede einzelne Tasche, jeder einzelne Koffer und so weiter kostet, schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du den ehrlichen Preisvergleich. Wie immer alles Mögliche hier verlinkt, weil das Universum ist so groß, wir können dir heute auch bei weitem nicht alles im Detail zeigen. Schau dich da einfach mal um. Einen kleinen Tipp möchte ich dir noch geben. Und zwar, wenn du hier mit so einer Tasche arbeitest, hast du einen riesen Vorteil. Denn wir haben ja vorhin uns diesen kleinen Organizer angeguckt. Ja? Den hier. Jetzt kannst du Folgendes machen. Du kannst das ganze Kleinkram jetzt hier reinwerfen, aber ist doch blöd, oder? Willst du nicht. Deswegen machst du Folgendes. Nimmst die Tasche, packst die hier oben rein und dann kannst du das damit wunderbar für dich organisieren und mitnehmen. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Koffer, Koffer, Koffer gesprochen, aber viele von euch werden sagen, hä, was ist denn hier los? Wie haben wir auch so viel an der Wand? Und da steht auch Milwaukee drauf. Ja, genau. Packout erweitert sich jetzt wirklich an die Wand auch noch und auch dort kannst du jede Menge Ordnung herstellen. Erst einmal, diesen Koffer hier, ja, könntest du auch hier einfach genauso wie das hier an die Wand bringen. Das heißt, du hast hier einen Unterbau. Ich öffne das jetzt mal. So. Und jetzt hast du hier das hier unten drunter, ja. Dir kommt das hier vielleicht bekannt vor, das ist dieses Packout-System, hier nur an die Wand geschraubt. Da kannst du das hier nehmen, hier siehst du auch wieder die klassische Öffnung und kannst all das hier wieder jetzt kombinieren. Und da gibt es so viele verrückte Sachen. Schau dich das mal an. Wir haben hier, das mal ein bisschen zweckentfremdet, haben hier so eine kleine Küche reingebaut. Ihr seht aber hier, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, einfach Dinge reinzustellen. Und das kannst du da platzieren, wo immer du es brauchst. Hier haben wir, das macht ja wirklich total Sinn, einen Abroller für Reinigungstücher zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du jetzt unbedingt Erbsen brauchst, aber auch das könntest du hier lagern oder natürlich irgendwas anderes. Das hier siehst du nochmal das System, wie du es auch erweitern kannst. Es gibt große Platten, es gibt kleinere Platten. Hier siehst du, man kann das Ganze auch erweitern um etwas, wo du zum Beispiel einen Besen reintun kannst, wo du Halterungen hast. Oder hier drüben schauen wir nochmal, das Ganze kannst du auch so dir ein System nehmen, wo du einen Akkuschrauber dort reintun kannst. Und ich sage dir, das ist noch nicht mal im Ansatz alles, was es alles von diesem System gibt. Schau dich wirklich mal um. Ich glaube, wir müssen uns wirklich mal alles hier besorgen. Und wenn wir da nochmal ein extra Video zu machen sollen, schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Hier siehst du jetzt nochmal ein besonderes System. Wir haben jetzt hier wirklich massive Metallschienen, auch hier, zwar hier Kunststoff, aber hier unten drunter auch massive Metallschienen, um entsprechend hier, ich kann mich auch raufsetzen, zeige euch das mal. Ich meine, das ist jetzt kein Stuhl, aber ihr wisst, was ich meine. Also es hält mich auf jeden Fall aus, dementsprechend auch euer Werkzeug. Und das könnt ihr hier auch als Ordnungssystem nutzen. Und ich habe davon auch schon Bilder in Autos gesehen. Eigentlich eine super clevere Idee. Und ich sage euch eins, guckt euch bitte in dem System mal um. Es gibt noch so viel mehr, was wir euch heute überhaupt nicht zeigen konnten. Wie zum Beispiel ein Kaffeebecher. Und ihr seht hier, der ist auch Packout-kompatibel. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr vielleicht Verrücktes mit Packout schon mal gemacht habt. Wie sind eure Erfahrungen? Wir werden jetzt unser Zimmer hier, glaube ich, nochmal anders einweihen. Kleine Party ist fertig. Und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.